Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben Jugendliche mit Mangel an persönlichen Räumen zu kämpfen. Sie müssen viel Zeit zu Hause verbringen, wo es oft an Privatsphäre mangelt. Das ist in mehreren Bereichen ein Problem. Jugendliche brauchen Räume für Interaktion und soziale Treffen, sowie Räume, wo sie ihre Rolle selbst definieren können. Leider gibt es nur wenig sichere Orte, die dieses Bedürfnis erfüllen. Konsumfreie Orte sind selten. Dasselbe gilt für Orte, wo sich junge Menschen nicht beobachtet fühlen oder um ihre Gesundheit sorgen müssen. Zusätzlich befürchten Jugendliche, dass sie eine schlechtere Ausbildung bekommen, während gleichzeitig der Druck in der Schule steigt. Es gibt viele Bedenken, wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt geht, vor allem was den Eintritt ins Arbeitsleben direkt nach der Schule betrifft. Auch der Zugang zu Praktika ist schwerer geworden. In letzter Zeit war die öffentliche Wahrnehmung von Jugendlichen oft auf ihre Rolle als Schülerinnen oder als öffentliches Gesundheitsrisiko beschränkt. Junge Menschen brauchen Anerkennung, Verständnis für ihre Situation und verlässliche Informationsquellen. Jugendarbeit und Entscheidungsträgerinnen müssen Kinder und Jugendliche aktiv unterstützen, um ihnen zu ermöglichen, ihre Anliegen zu äußern, aber auch als Lobby für ihre Interessen eintreten und auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Investitionen in digitale Ressourcen und mehr Forschung werden benötigt, um Informationen für Jugendarbeiterinnen, Entscheidungsträgerinnen und Lehrerinnen bereitzustellen. Kinder und Jugendliche müssen berücksichtigt werden, wenn es um die Gestaltung von öffentlichem Raum geht. Vor allem aber müssen wir Jugendliche als das sehen, was sie sind. Individuen mit akuten Bedürfnissen in der Gegenwart und die Zukunft unserer Gesellschaft.